könnt euch ja vorstellen, was das heißt, wenn ihr 10 Trips zu Hause rumfliegen habt. Das hilft schon mal. Tammy. Hallo liebe Planties und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein nicht so schönes Thema. Es geht um Tripse. Und eigentlich haben mich ganz viele mal gefragt, Anne, kannst du mal wieder was zum Schädling machen? Ich habe einmal darüber geredet und zwar über Trauermücken. Für diejenigen von euch, die Trauermücken haben, ich verlinke euch das Video unten. Mein Amazon-Shopping-Liste oder Sachen, die ich bei Amazon immer kaufe, da ging es um Trauermücken, weil da habe ich euch gezeigt, was ich gegen Trauermücken so mache. Und warum kommen heute Tripse dran? Weil ich muss zugeben, ich hatte letzte Woche selber einen Befall. Und ich habe immer so gedacht, ja, da reden immer alle drüber, aber irgendwie, der Kelch ging an mir vorbei. Gott sei Dank habe ich immer gedacht und habe gedacht, ja, vor allen Dingen war ich noch im Glauben. Ja, ich werde ganz viele von meinen Pflanzen, so wie hier zum Beispiel die Philodendron oder hier unten noch eine Philodendron, ja, sieht sehr traurig aus. Einfach in anorganisches Substrat umtopfen und das sollte vor allen Dingen die meisten Schädlinge so weghalten. Da habe ich aber falsch gedacht. Weil ich eben selbst einen Befall hatte und sehr viel mich drum kümmern musste in der letzten Woche. Also es war wirklich gefühlt ein 24-Hour-Job und ich habe auf Instagram in Insta-Stories ganz viel mit euch drüber geredet und habe auch ganz viele Tipps von euch eingeholt und die will ich einerseits jetzt teilen. Auch was mir was gebracht hat mit meinem Problem, auf was ihr achten müsst, damit ihr diese Biester loswerdet. Als allererstes Tripse. Es wird nicht immer Tripse genannt. Tripse ist so ein bisschen so ein Überbegriff von verschiedenen Arten. Es gibt tatsächlich über 5000 verschiedene Tripsearten, was sehr schockierend ist. In Deutschland selber kommen nicht ganz so viele vor, aber es genügt, dass sie sowohl im Außenbereich als auch bei Zimmerpflanzen dem Hobbygärtner einfach sehr, sehr, sehr viel Kopfschmerzen bereiten können. Und Tripse werden auch Fransenflügler genannt. Deswegen, weil die Flügel von den Tripsen sind so ein bisschen ausgefranst, sehen irgendwie so ungleichmäßig aus. Aber sie haben auch den Namen Blasen. Blasenfuß? Was? Blasenfuß? Blasenfuß? Tatsächlich. Blasenfuß, weil sie eben ihre Füßchen so aufblasen können und somit besser an den einzelnen Blättern haften können und über eure sehr, sehr wertvollen und sehr geliebten Pflanzen laufen. Was machen denn jetzt Tripse genau? Also bei Tripsen ist es anders wie jetzt zum Beispiel bei Trauermücken. Trauermücken sind eher deswegen so schädlich oder so nervig, weil sie sich so super schnell vermehren und irgendwann alle rumflattern, vor allen Dingen im Substrat, ihre Eier legen und dann rumflattern. Aber erstmal so ziemlich wenig an der Pflanze selber machen, bis sie quasi ihre kleinen Larven runter buddeln bis an die einzelnen Wurzeln der Pflanze. Aber anders ist es jetzt bei der Tripse. Die Tripse legt in der Regel, die meisten jedenfalls, auf die untere Seite eurer Pflanze, unter Blattseite, legt sie ihre Eier. Und dort entstehen dann ganz, ganz viele Larven. Eine Tripsefliege oder eine von diesen kleinen, mini kleinen, millimetergroßen, schwarz-bräunlich aussehenden Flügeltierchen legt ca. 70 Eier. Könnt euch ja vorstellen, was das heißt, wenn ihr 10 Tripse zu Hause rumfliegen habt, was nicht so unbedingt viel sich anhört bei so kleinen Viechern. 70 Eier pro Insekt und die ernähren sich, um zu wachsen, um zu leben, von euren Blättern, also von dem Blättersaft. Also eigentlich so ein bisschen wie das Blut bei uns, ernähren sie sich von diesem Saft, der durch diese Adern fließt. Und da entstehen dann auch die Schädigungen an den Blättern eurer Pflanze. So könnt ihr auch schon schön die Entwicklung sehen. Zuerst gibt es eine kleine 1 bis 2 mm große weißlich-gelbliche Larve, die wirklich nur so minimal aussieht. Man könnte auch meinen, es ist irgendwie so ein Rückstand von einem Taschentuch. Und dann entwickelt sie sich fort und dann entstehen irgendwann die kleinen Flügel, meistens jedenfalls, und eben dieser etwas dunklere, braun-schwarze Körper und dann ähnelt sie eher so einem kleinen, mini-kleinen Insekt. Sie können selbst nicht so gut fliegen, wegen auch den Fransenflügeln, denke ich mal. Und deswegen bleiben sie auch meistens in diesem Dunst der Pflanze oder krabbeln sogar meistens eher. Wie erkenne ich jetzt, dass ich tatsächlich Tripse habe? Weil es hört sich ja so an wie, ja, erstens, man erkennt es sehr, sehr gut, wenn man sich öfter einfach die untere Seite der Blätter anguckt. Einfach die Blätter mal umdrehen und unten drunter genau inspizieren. Und das heißt nicht nur kurzen Blick, weil ich habe euch ja gerade gesagt, wie klein diese Biester sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr sehr genau schaut. Aber manchmal ist es schon so weit fortgeschritten bei vielen, dass es gar keinen Blick unter die Blattunterseite braucht. Ich habe extra meine Philodendron dazu genommen, weil das eben auch eine ist, die noch relativ unscheinbar den Befall hatte. Und ich habe sie jetzt schon abgewischt und ich werde es euch gleich nochmal zeigen, was ich gemacht habe. Aber ich konnte da nicht auf euch warten mit dem Video. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich glaube, ich habe nachts, als ich das gesehen hatte, habe ich 3 Stunden nachts statt Tatort gucken, habe ich bis in die Nacht
jede einzelne Pflanze abge... Ich zeig's euch gleich. So, hier sieht man das Blatt. Es sieht eigentlich ein bisschen aus, als wäre es leicht unter Sonnenbrand geraten. Und das ist eben eine so Sache, wie man es erkennen kann. Es kann natürlich auch andere Gründe haben. Das ist immer so bei Pflanzen. Eine Sache... 5 Gründe. Aber ein Grund kann nämlich auch Tripse sein und das wird oft unterschätzt. Wenn sie eben diese leicht gräuliche Färbung am Blatt bekommen, wie hier oben auch sehr schön zu sehen, und es so ein bisschen wirkt, als ob sie ihre Farbe verliert, auch ein bisschen ungleichmäßig, hier ein bisschen mehr, da ein bisschen, und man konnte das jetzt auch sehr gut an meiner damals sehr vollen Calathea sehen. Die hatte, ich habe leider ihre meisten Blätter abschneiden müssen, einfach aus Gründen, um die Pflanze zu retten. Wenn man sie gegen das Licht hält, die Blätter, wird man sehen, dass die Blattfarbe nicht mehr einheitlich ist, dass es nicht mehr ein gleichmäßiges Grün ist, sondern an unterschiedlichen Stellen sieht man wie so kleine, mini kleine Punkte, als ob sie irgendeine Pigmentstörung fast schon bekommt. Und die Blätter sehen natürlich alles andere als gut aus und das waren jetzt die besten, die übrig blieben. Manchmal sogar so braune Stellen, wo man fast denken könnte, vielleicht hat sie auch einfach Sonnenbrand, zu wenig Luftfeuchtigkeit. Die Blätterfärbung ändert sich eben zu diesem gräulich, leicht schimmerlichen Silber. Am zweiten Punkt, wo ihr erkennen könnt, das könnte Tripse sein, kann ich euch nur noch sehr leicht an meinen zwei Haupttätern hier erzählen, die ihr bestimmt noch aus meinem Philodendron-Video kennt. Das ist meine Sodiroi, hoffen wir mal. Und ich musste alle Blätter abschneiden, weil sie einfach zu befallen waren. Aber ich blende euch jetzt nochmal ein Bild ein. Da seht ihr auch sehr schön, wie diese Blätter mal aussahen. Diese Blätter waren schon erheblich befallen. Und ich habe wirklich so lange gewartet. Ja, ich bin eine böse Pflanzenmama. Ich habe mir immer gesagt, irgendwas an den Vitaminen stimmt nicht. Irgendwas an den Licht- und Luftfeuchtigkeit. Irgendwas ist da nicht ganz richtig für diese arme Pflanze. Und habe sehr, sehr, sehr lange gewartet, um dann festzustellen, es kann eigentlich nur Tripse sein. Die Entartung der Blätter. Vor allen Dingen natürlich junge Blätter, wenn sie neu dazukommen. Das heißt, ihr habt jetzt so eine schöne Pflanze, die vielleicht so ein bisschen leicht komisch Blattfarbe hat und man könnte denken, vielleicht habe ich ja zu viel Sonne gegeben. Aber das neue Blatt, was ihr hier bei der Philodendron Gloriosum seht, wird eine komische Form haben. Eine Form, wo man denkt, was soll denn das sein? Also nicht diese typische Herzform, sondern vielleicht sogar an manchen Stellen ein bisschen eingekerbt oder einfach komisch oder hier schon zerschnitten. Und das kann natürlich auch manchmal an Transport oder man ist zu oft drangekommen liegen. Aber wenn ihr allgemein schon wisst, die Pflanze, die habe ich sonst nie berührt, warum macht die so komische Form? Das ist auch auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass wahrscheinlich Tripse dahinter stecken. Ja, und insgesamt kann man nur sagen, schaut euch die Pflanze genau an. Wenn ihr irgendwas Krabbelndes drauf seht, auf der Blattunterseite, sogar ganze Gruppen, dann ist natürlich klar. Aber auch am Stängel muss man feststellen, dass da immer so ganz kleine, vielleicht mini kleine weiße Räubchen sich langraupen und das ist schon ein Zeichen dafür, dass es Tripse ist. Anders als Spinnmilben. Spinnmilben, wie schon der Name sagt, wo manche denken, es können Spinnmilben auch sein, die machen wirklich auch dann so ein kleines Spinnennetz, ein richtiges Netzweben zwischen den einzelnen Stellen und so kann man auch so ein bisschen den Unterschied erkennen. Wie ich euch schon gesagt habe, Tripse legen ihre Eier gerne unter die Blattseite und ins Substrat. Aber das heißt, für diejenigen wie ich, auch viel umgestellt haben als auf anorganisch, wie hier Blähton oder da dieses Vulkangestein, ihr seid davon nicht quasi sicher, dass das nicht passieren wird. Es war tatsächlich bei mir sogar so, dass meine niemals in Erde stehenden Pflanzen Tripse hatten. Und meine Sodiroi und meine Mamei, die ich gekauft hatte von einem Händler und einem Sammler, der das bestimmt nicht extra gemacht hat. Von denen kamen die Tripse dann auch und so haben sie sich dann bei mir ausgebreitet. Das waren auch lange Zeit die einzigen Pflanzen, die Tripse hatten. Also bei mir hat das wirklich lange gedauert, bis ich erstens verstanden habe, dass es Tripse ist und zweitens auch gemerkt habe, so, jetzt sind sie wohl auch auf den anderen Pflanzen angekommen. Lang geredet, was mache ich denn jetzt gegen die Tripsahne? Erster wichtiger Hinweis ist, wenn ihr merkt, es ist nur eine einzelne Pflanze, vielleicht sogar eine neu gekaufte Pflanze und ihr habt Tripse, isolieren, sagen euch alle. Besonders wenn ihr eine große Pflanzensammlung habt, so schnell wie möglich den Befallenen, die Befallene aus dem Raum raus und alleine an einen Ort der Isolation stellen. Aber ich muss auch zugeben, bei mir war das größtenteils schon zu spät und so, dass ich nicht genau wusste, ist das noch nur da befallen oder sind manche kleine schon übergetreten auf eine andere Pflanze. Und so war bei mir zwar Isolation für die, ich sag mal, richtig bekannten Patienten und für den Rest habe ich aber trotzdem eigentlich die Behandlung auch angewendet. Und die Behandlung geht folgendermaßen. Wer nicht sofort auf Schädlingsbekämpfung umsteigen möchte, sondern erstmal ein bisschen natürlicher vorgehen möchte, der muss als allererstes die Tripse entfernen. Und die Tripse sind ja eigentlich ein bisschen sichtbar. Das ist ganz gut, dass sie größtenteils erstmal nur oft auf den Blättern sich aufhalten oder am Stängel. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, als allererstes die ganzen Pflanzen in die Badewanne oder in die Spüle und
und sehr, sehr gründlich mit Wasser absprühen. Das hilft schon mal, viele Tripse loszuwerden. Ihr habt sie gut abgesprüht, aber oft werden da noch ein paar zurückbleiben. Und das habe ich auf jeden Fall dann weiter verfolgt, indem ich ein Gemisch mir hergestellt habe. Und das habe ich hier für euch mit einem, ihr seht, mit einem Lappen. Und das Gemisch ist jetzt so milchig, könnte auch Milch sein, ist aber ein Gemisch aus Neemöl. Und hier sind schon Emulgatoren drin. Das heißt, die Emulgatoren sind extra dafür da, damit das Öl sich nicht nur auf dem Wasser ablagert und letztendlich ihr da nichts von habt, sondern dass es auch wirklich mit dem Wasser sich vermischt. Aber wer zum Beispiel ganz normales Neemöl sich kaufen möchte, das ist ganz normales Pflanzenöl, der kann auch einen Spritzer, ganz normales Schmierseife, ich verlinke euch beide jetzt mal unten in der Infobox, mit Wasser vermischen. Und da habt ihr schon ein richtig gutes Mittel gegen Tripse. Ihr nehmt 1 Liter Wasser, einen großen Esslöffel Neemöl und 1 Esslöffel Seife. Könnt aber auch im Notfall, wenn es ganz schnell gehen müsst und ihr habt jetzt keine Zeit, könnt ihr das Neemöl auch sehr gerne mit Olivenöl ersetzen, weil es geht vor allen Dingen darum, die Blätter nicht griffig zu machen für die Tripse, sodass sie quasi so ein bisschen runterschlittern. Wie ihr seht, ich mache das Ganze mit dem Lappen, weil ganz viele Follower mir auch geschrieben haben und ganz viele von euch Pflanzenkundige, dass das Besprühen oft nicht so wirklich 100% hilft, weil das Besprühen natürlich nicht an alle Stellen kommt und man nicht alle Tripse dann wirklich abbekommt. Aber auf jeden Fall hilft Sprühen auch. Ich mache quasi doppelt hält besser. Ich besprühe so alle Pflanzen vorsichtshalber, die auch noch keine Anzeichen haben. Das ist übrigens auch ein super Mittel insgesamt. Neemöl mit ein bisschen Seife drin und Wasser. Und da habt ihr auf jeden Fall immer eine gute Vorsorge gegen Tripse. Und die schwer befallenen, die wische ich auf jeden Fall Oberseite und Unterseite jedes einzelnen Blattes ab. Ist sehr viel Arbeit, ich kann es euch sagen. Ich habe meine Monsteras schon alle abgewischt. Dann sieht man erst, wie viele Blätter so eine Monsteras haben kann. Und das wiederhole ich in der Befallzeit, jetzt in der Woche, tatsächlich mindestens 1 bis 2 Mal am Tag. Weil man auch immer wieder erkennt, oh, da ist noch eine oder ich glaube, das ist noch eine. Und da auf jeden Fall hinterher sein, weil Tripse können eure Pflanzen wirklich nicht nur schädigen, sondern letztendlich töten. Viele haben mir auch den Tipp gegeben, Anne, schneid auf jeden Fall die befallenen Blätter ab. Habe ich größtenteils gemacht, besonders schwer befallene Blätter. Deswegen sehen diese traurigen auch so aus. Da war es mir dann einfach wichtig, Hauptsache der Befall geht weg. Und wer vor allen Dingen noch gründlich sein möchte, nehmt solche Wattestäbchen, nehmt ein bisschen vom Neemöl und dann geht auch in die Blattachseln rein, also dort, wo der Stängel dann auf die Pflanze trifft, weil dort versammeln sich auch gerne mal solche Viecher. Es gibt noch weitere, sehr gute, habe ich jedenfalls gehört, Mittel gegen Tripse, zum Beispiel Brennessel-Knoblauchsud, habe ich jetzt selber nicht probiert, soll anscheinend auch helfen. Und wer sich jetzt sagt, Anne, ich brauche härteres Geschütz, habe ich für euch das hier, das hat bei mir auch schon mal gute Wirkung gehabt bei meinem damaligen Trauermückenbefall. Das ist dieses Rosenspray Substral Celaflor schädlingsfrei. Ist natürlich jetzt nicht das gesündeste, also wenn man zum Beispiel Tiere hat, die gerne mal an den Blättern knabbern zu Hause, so Haustiere, dann würde ich das erstmal nicht nehmen. Aber es hilft auf jeden Fall gegen Tripse, weiße Fliegen, Schildwoll, Schmierläuse, Spinnmilben, Käfer, Raupen, Minierer unter anderem. Und deswegen ist es auch eigentlich eine gute Wahl. Und ich muss sagen, ganz viele von euch haben mir das auch tatsächlich empfohlen. Deswegen ist meins auch fast leer. Ich hatte das eben wegen Trauermücken damals. Und da auch die Empfehlung, nicht nur sprühen, sondern ein bisschen davon in den kleinen Schälchen und reintunken mit euren Ohrenstäbchen und dann wirklich über das Blatt gehen. Es ist wirklich Kleinstarbeit. Und versuchen, alles abzuwischen, was aussieht wie eine Tripse. Und um weiter dem Ganzen entgegenzuwirken und vorzubeugen, ist es immer wichtig, die Pflanzen anzuschauen. Ich gucke meine Pflanzen auch gefühlt jeden Tag an und mir ist das so lange nicht aufgefallen. Man ist da irgendwann auch blind. Man sagt sich, ja, das wird irgendwas sein und sieht vor lauter Wald den Baum nicht. Nein, umgekehrt. Sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht. Das heißt, haltet immer die Augen offen, schaut unter jedes Blatt, guckt, wie die Pflanze sich verhält, wenn sich irgendwas ändert. Das war zum Beispiel bei meiner Calathea. Ich habe sie umgestellt und dann hatte sie wirklich den schlimmsten Befall von allen. Und ihr ging so schlecht und ich habe immer gedacht, das liegt nur am Standort, dass der jetzt falsch ist. Und habe gedacht, die wird schon wieder sich dran gewöhnen. Aber es wurde halt immer schlimmer. Dann kommen Tripse jetzt sehr gerne auch im Sommer vor. Zwar auch in den Wintermonaten, aber auch jetzt auch durch die Hitze im Sommer. Durch trockene Luft und Wärme. Und trockene Luft, das lieben die. Und deswegen ein Luftbefeuchter ist wirklich eine Investition, vor allen Dingen für teure Pflanzen, wenn ihr sagt,
gesagt, ich habe so Angst, dass meine Pflanze dran stirbt. Ich verlinke euch meinen Luftbefeuchter mal unten. Ich kann euch den nur empfehlen. Der funktioniert super und mit Luftfeuchtigkeit und natürlich zusätzlich hin und wieder besprühen der Pflanze, habt ihr auf jeden Fall so eine Umgebung, die die Tripse nicht so cool findet. Was ich vor allen Dingen in dieser Zeit gelernt habe, ist, dass ich meine Pflanzen wieder mehr einfach unter die Dusche stellen möchte und absprühen. Das lieben die allgemein. Ich habe es am Anfang viel gemacht und bin dann irgendwann ein bisschen zu faul geworden. Und das tut nicht nur der Pflanze gut, sondern hätte vielleicht auch mir den ein oder anderen Schädling erspart. Ja, so lernen wir draus. Ich hoffe sehr, dass es jetzt besser wird. Bei mir haben schon auf jeden Fall die Pflanzen gezeigt. Ich habe jetzt schon lange keine mehr gesehen und werde dem auch weiterhin nachgehen. Und werde euch auch in meinen Insta-Stories, also wenn man noch nicht auf Instagram folgt, unbedingt folgen. Ich werde euch da auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Und ich hoffe, dass ihr Tripse nie bekommt. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und dann sehen wir uns nächsten Video. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch beim nächsten Video. Tschüss!